Kennen Sie den Film Otto der Außerfriesische? Oder glauben Sie, dass es wirklich mehr Jungfrauen gibt? Wenn Sie das ein oder andere nicht so richtig beantworten können, dann wird es Zeit für Sie, nach Ostfriesland zu fahren. Und weil Sie dort vielfach keinen einzigen Blick aufs Meer erhaschen können, verlassen Sie sich auf Insider. Denn in einer Vielzahl von Gemeinden finden sich die Campingplätze direkt am Strand. Kein Durchkommen ohne Kurkarte. Und das ist ärgerlich und könnte einem den Aufenthalt an der Nordseeküste verleiden. Das aber wäre schade, denn sowohl Ostfriesland als auch das östlich angrenzende Friesland bieten weitaus mehr als nur Meer und Strandkörbe. Beginnen wir in Ostfriesland. Hier gibt es beispielsweise die sogenannten Gulfhöfe. Das sind alte Bauernhöfe, in denen Wohnhaus und Stall unter einem Dach sind. Dieser hier beherbergt heute ein Spezialitätenrestaurant. Eine klassische ostfriesische Sehenswürdigkeit ist der rot-gelb gestrichene Leuchtturm von Vilsum in der Krummhörn. In der Krummhörn findet man auch eine Vielzahl von Windenergieparks. Windkraft wird in Ostfriesland seit alters her genutzt, wie uns auch die Windmühle von Carolinensiel zeigt. Gastronomisch sind natürlich viele Gerichte mit Fisch angesagt, auch mit Krabben, Granat genannt, und das Ganze begleitet von einem schönen, frisch gezapften Jeferpilz. Aufgepasst, Jefer, nicht Jever. Bei reichlich Bier wird gerne Seemannsgarn erzählt und die Schifferknoten hängen an der Wand. Der Krabbenfischerhafen Ditzum an der Ems besitzt nicht nur eine Fähre über diesen Fluss, sondern auch mit der alten Windmühle, die im Ort steht, ein sogenanntes Agrarkulturerbe. Ein Agrarkulturerbe ist ein als schützenswert anerkanntes Zeugnis bäuerlichen Lebens. Große Feen mit seiner alten Windmühle liegt an einem Feenkanal, einem alten Moorkanal. In Norddeich kann man ausgedehnte Spaziergänge und auch Touren mit dem Fahrrad genau über jenen unternehmen, nämlich über den Deich, über den nördlichsten Deich Ostfrieslands. Neuharlingersiel ist einer der typischen und auch einer der bekanntesten Badeorte an der ostfriesischen Nordseeküste. Neuharlingersiel hat einen feinen Sandstrand und von hier aus kann man bei Ebbe auch wunderschöne Wattwanderungen unternehmen. Und von Neuharlingersiel aus fahren auch die Fähren auf die ostfriesische Insel Spiekeroog.